Ja, ich bin voll baff, ey. Ich hab so viel Mittag gegessen. Vielleicht. Ja, die echt beschissen. Oh nein, ich sehe gerade, was wir machen müssen. Traumwandler. Wir müssen uns nur hinten von dem holen. Was zum? War doch gerade einer. Wer ist da? Das hat auch gesehen. Bitte. Ja, richtig schnell. Bitte helft mir. Wir. So, mein Himmel. Ah. Bleibt weg von mir, Monster. Schuppe hier wird einen richten. Was ein Vampir? Ich glaube, Zeit zu gehen, Schuppe. Wir müssen dafür sorgen, dass ihr euch nicht in eine dieser Kreaturen verwandelt. Was ist das jetzt so ein neuer Art Begriff für Agonia-Schuppen? Ist der nicht auch ein Begriff? Was sah so aus? Ich bin voll stylisch da runtergerutscht. Ich hätte gerade noch Blipping geöffnet und ist mit der abgehauen. Ja. Aus hier. Gut. Und schon wieder die drei. So, wenn sie jetzt hier reinspringen, dann wird der nette Herr auf der linken Seite sie sofort erschlecht ausgezeichnet. Da kämpft jemand gegen Mammut. Oh, geil. Irgendwo vergießt ein Riese eine Träne. Auf Flügel sammeln. Ich gerade. Ja, ich weiß. Na, wenn du die einsammelst, sehen die nicht für mich. Ich weiß. Dreck. Helft denen, die die Unschuldigen sterben lassen. Ihr seid nicht besser als sie. Auf die Dinge einzusammeln. Nein, ihr könnt mich nicht besiegen. Ich sehe den einfach nur wie an den Typen vorbei und einfach nur so ein Ding einsammeln. Das Fenster einbrechen? Ist das ein Fenster? Wieso geht denn das so auf? Was bist denn du? Oh, okay. Wurde ohne jeden Zweifel vom Drauf getötet. Echt? No shit, Sherlock. Oh, ich kann mein Kamel so oft peitschen, wie ich will. Boah. Ja, schon wieder durchs Fenster einbrechen. Ja, wir sind irgendwie voll mehr Krimineller als Helden. Schon gestöhnt da drin, Alter. Was machst du da? Hast du schon gekillt? Ja. Mein Gott! Nein, die geht ja nicht mehr. Das ist mein Tier, als diese Geräusche macht. Boah. Die wurde auch von einem Drauf getötet, ja? Auf der Schnee gekommen. Ich hab die. Wir haben hier keine Türen in deinem Doofdorf, ey. Ja, geht durch das scheiß Fenster hier. Selbst die Sterberate auf der Uhr ist.
Der einzig männliche Weg ist durch ein Fenster. Genau. Ja, ey, wie lang? Er hat eine Tür, das ist einer der Reichen. Blasphemie. Ihr Wandel. Die spielen ja eigentlich nur Postbote, so habe ich das Gefühl. Ey. Flores, kannst du den Habt ihr sie gefunden? Denn jetzt, hat er sich jetzt nicht mit seinem verwundeten Körper hierher gekriegt? Ich weiß. Ja, deine Story ist tragisch. Was tragisch für uns? Ja, und schon Schlimmeres. Schon Schlimmeres getan, ey. Guck dir mal unsere Hintergrundgeschichte. Ja, wir haben keine Seele gehabt. Müssen wir hier rein? Nee. Ja. Beinflügel gehabt. Geil. Das ist eine Truhe, die ist schwierig. Nicht schwierig genug. Ich hab ein Schutzschild aufgebaut. Oh nein, da ist ein Bär. Okay. Jetzt einfach ja, vorbeigelaufen. Hat er wirklich Angst gehabt, ey. Jackpot. Länger Kristall. Länger Seelenstein. Was? Na, wir müssen ja die Aktion. Eine Schulklasse ist hier verloren gegangen. Was so? Schwebt er bei dir auch hier in der Luft? Ja, der macht eine Brücke. Hi, how are you? Das ist der Freund. Ich geh einfach hier rum. Ja, der hat direkt. It's a killing field, oh no! Schon wieder lesen. Darum versteckte ich den Schlüssel in diesem Tagebuch. Oh mein Gott. Ich hab auch so ein Siegel. Ja, ich glaube, das ist er. Ah! Komm, back. Ja. Ich soll schon klar vorher. Was ist denn das für eine Statue, ey? Die will ich auf meinem Nachttisch. Sehr gut. Den Göttern sei Dank. Bitte, ihr müsst mich hier rauslassen. Bitte. Ich bin Owen Pavel. Ich bin... Was? Nein! Nun gut. Nichts gut. Schön. Toll, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Bitte. Ich habe nicht gehört, du musst den da rausholen. Was? Nein! Nun gut. Ich zieh den hin. Was macht ihr dort drin? Ich weiß jetzt nicht, welcher Hebel was macht. Also... Ich lasse dir nicht mal aus, wenn ihr lügt. Einschüchtern aufs Maul. Einschüchtern. Ich zieh mal an den Weg. Ich zieh an den anderen. Nein! Halt! Halt! Verwandelt er sich jetzt in Monster? Ich weiß nicht, das ist eine berechtigte Frage, Daniel. Ich würde darüber nicht lachen. Warst das jetzt du oder ich? Weiß ich nicht. Ich habe an irgendeinem Hebel gezogen. Ich glaube nicht, dass beide gezogen werden müssen. Oh, geil, Asche, die kann ich essen. Irgendeiner von uns hat den jetzt umgebracht, jedenfalls. Hat nicht gehört, der ist uns jetzt dankbar. Der ist wieder Fan. Der Daniel ist zum Viertel ein Holzstämmer. Zum Drittel ist er ein Wasserspiel. Das war so schön wie die Namen wie der von den, wie von den Agoni. Ja. Der da Holz stemmt.
Ja. Weil er irgendwie so ein perverser Name, weiß ich nicht mehr. Irgendwas mit Schwanz. Ja, irgendwas mit feucht. Ist immer feucht oder so, weiß ich nicht. Hat immer einen Ständer. Ja, jetzt direkt gar nicht mehr drum rumreden, einfach direkt rein, okay. Ist einfach nur Erektion. Ist immer hart. You can all night, ja genau. mein Bildschirm gefriert zu. Ja, meine auch. Was ist das? Mein Gott, ich... mein Körper friert zu. Ah, da ist Feuer, aber das Bett hat haut uns auf. Boah, IQ-Punkte 9000, yeah! Also, das hat sich ja zu einem interessanten Jagdausflug entwickelt. So viel zum Thema, ihr kennt die Gegend wie eure Westentasche, ja, nicht wahr, das? Schwester? Ja, ja, macht nur so weiter. Verspottet mich nur, Bruder. Ich hätte euch in dieser Höhle lassen sollen. Ey, ihr seid gestern für die Schnauze. Verloren, dann würde man euch jetzt den Hinkeprinzen nennen. Das wäre dann das letzte Mal, dass ihr mich verspottet habt. Ich würde ein heroisches Gedicht darüber schreiben, wie ich auf den Berggipfeln gegen einen Eisdämon gekämpft und ihm die Knie in den Leib gerammt habe, als er meinen Fuß packte. Für die Frauenwelt wäre ich dann sicher ein Held. Der ist voll gestört, der Typ. Tatsächlich abfallen lassen. Ja, das würde passen. Ich kenne sonst niemanden, der ein episches Gedicht darüber schreiben würde, wie er hingefallen und sich die Nase gebrochen hat. Hat das Nordmädchen, das ihr mit nach Hause gebracht habt, die Geschichte von euch und dem Troll wirklich geglaubt? Ey, das ist voll der Arsch, der König. Daniel versucht, gegen die Hitze anzukämpfen. Ja. Gegen die Kälte. Ja.